So, ein erstes nützliches Tool, würde ich gerade sagen, ist OBS, also Open Broadcast Software. Und zwar ist das nützlich, mit dem kann man Sachen aufnehmen. Das ist die Software, die ich benutze, um meinen Bildschirm aufzunehmen und das Mikrofon. Wie man hier sieht, das ist nicht so schwierig, man kann das abladen und installieren. Wie gesagt, eben Open Broadcast Software. Ich werde den Link auch noch in die Beschreibung tun. Und dann ist das eigentlich halbwegs intuitiv. Man kann da starten. Und dann muss man zuerst eine Szene machen. Ich mache jetzt mal eine neue. Nein, besser nicht. Wenn ich neu mache, dann ist die Aufnahme kaputt. Ich habe da eine Szene gemacht, die kann man einfach irgendwie nennen. Ich habe sie irgendwie sinnvoll genannt, wie Bildschirm und Webcam. Dann habe ich noch Bildschirm ohne Webcam. Dann habe ich noch ein Bild. Dann ist einfach ein Bild im Hintergrund. Und nur Webcam. Das ist jetzt halt das Mikrofon gerade nicht eingestellt. Gehen wieder zurück zum Bildschirm und Webcam. So. Dann hat man da. Dann kann man auch noch auswählen, was für Bilder was man nehmen will. Also von wo das eben Bilder soll nehmen. Dann habe ich einerseits das Webcam und andererseits Bildschirmaufnahmen. Da kann man auch wieder dazu. Und dann Screen Capture, Window Capture. Screen nimmt den ganzen Bildschirm, Window kann ich dann ein einzelnes Programm auswählen und dann nimmt es nur da auf. Ja. Und nachher kann man dann, hat man die Signal. Das habe ich die Webcam und die kann ich jetzt einfach rumziehen und machen, wenn ich will. Und ich kann da auch grösser ziehen und kleiner ziehen und machen. So. Ja, ich finde es aber da innen gut. Und da kann man dann starten, recorden, also aufnehmen, wieder abstellen. Bei Settings kann man noch einstellen, woher das soll speichern. Video. Da ist jetzt halt, weil es gerade am Laufen ist, kann ich es nicht verändern. Macht irgendwie Sinn. Da kann man so Sachen einstellen, das ist nicht so wichtig. Output, da ist genau daher speichere ich es. Da ist das Format. Wie schön, da ist die Qualität vom Video und vom Ton. Ja, das sind gute Werte, wenn ich da habe. 1000 und 160. Und dann läuft das eigentlich schön, dann kann man da starten und es läuft. Es gibt nicht viel mehr zum tun. Man kann mit dem auch streamen. Also die meisten Twitch-Streamer, die das kennen, benutzen die Software, weil sie halt gratis ist. Und ist nicht nur. Also Open heisst, dass es nicht nur gratis ist, sondern auch man kann auswählen, was. Also auswählen. Man kann es selber weiterentwickeln, wenn man es gut im Programmieren ist. Ich gehe mal schnell auf die Internetseite. Ja, es ist auch nicht so schwierig. Es hat einen Knopf und dann hat es noch andere Knöpfe. Ich benutze jetzt Linux, das verwirrt vielleicht die einen, aber es ist Windows, kann man auch klicken und es ist auch gut. Ist sogar momentan besser als Linux. Ja. Ja, das wäre auch gewesen. Das wäre ein kleines einfaches Programm, wo wenn man noch etwas aufnehmen will auf dem Bildschirm, ist das, denke ich, die günstigste, einfachste Variante. Es gibt ja noch Konkurrenzen wie Fraps oder ich weiß auch nicht mehr, wie die anderen heißen. Ich habe viele ausprobiert. Die sind aber alle teurer und auch nicht unbedingt besser. Eben, da hat es ja viele Möglichkeiten mit dem, dass man kann sagen, nur ein einzelnes Programm aufnehmen oder was auch immer. Ja, sehr zu empfehlen. Ja.
Wenn ihr andere Software schon benutzt habt für das, könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Zum ja, vielleicht habe ich es auch schon ausprobiert, dann kann ich auch noch meinen Kommentar darüber abgeben. Und ja, ob ihr das auch ausprobiert habt, ob ihr mit dem zufrieden sind oder nicht, würde mich interessieren. Bis zum nächsten Mal.